Ich grüße euch, meine Freunde. Heute gibt es jetzt nochmal ein kleines Feedback von mir zur FSW-Abgasanlage. Heute in Papierform, also sprich, ich schreibe jetzt die Vorteile und Nachteile auf für euch. Als allererstes natürlich der Preis. Ich habe die Anlage bei JF Unlimited mit Einbau für 800 Euro bekommen. Im Internet gibt es die Anlage für knapp 860 Euro, was ich eigentlich noch für einen super Preis finde für diese Anlage, weil die meisten Abgasanlagen meistens bei 1200 bis im Bereich von 2000 bis 3000 Euro natürlich gehen, und da muss man sich halt überlegen, was ist es einem wert, wie viel möchte man da ausgeben für so eine Anlage und was für Erwartungen hat man nachher auch, also wie soll der Sound sein. Mann, mein Kater wieder, ey, das ist... Was machst du da, du Schlawiner? Ich mach gerade mein Video und wer schleicht sich da an? Naja, man kennt ihn, ne? Ist immer wieder witzig zu sehen, wie man sich immer wieder versucht zu trauen. Was will er denn überhaupt? Den Kuli oder was? Ich glaube, der will dieses Papierschnipselchen hier haben. Ja. Wie soll der Sound sein? Und wie, es geht ja heute nur um die FSW, deswegen sage ich euch gleich, die FSW ist für diesen Preis top. Der Sound ist top. Und ich würde mir an sich nur noch mehr wünschen, dass die Anlage beim Schalten beim DSG einfach noch schießt oder knallt. Von der Lautstärke her könnte sie auch noch einen Ticken lauter sein. Also es ist noch nicht so, dass es optimal ist. Deswegen kann ich dieser Anlage auch nicht 100 von 100 Punkten geben, auf gar keinen Fall. Ich werde vielleicht noch was modifizieren lassen an dieser Anlage. Das muss ich dazu auch noch sagen. Dazu wird es dann auch noch ein Video geben, wie sich das Ganze dann modifiziert anhört. Und dann werdet ihr euch da auch mal ein Bild machen können. Und viele Leute haben auch mich gefragt, ob sie die Anlage mal Probe hören können. Also wenn ihr in der Umgebung hier wohnt, Baden-Württemberg, Stuttgart, Ulm irgendwo, dann schreibt mir gerne eine Nachricht mit der Anfrage, dass ihr die Anlage mal hören wollt. Am besten so, dass ich das am besten auch gleich sehen kann, also in der Nachricht, weil ich sehr viele Nachrichten bekomme und da kann ich leider nicht alle beantworten. Die Anlage ist auch eintragungsfrei, also bekommt bei der Lieferung oder bei dem Einbau, je nachdem, ob ihr sie bestellt oder kauft irgendwo, bekommt ihr die Papiere mit. Es ist diesmal ein weißer Zettel, auf der die ABE und alle Genehmigungen draufstehen. Da müsst ihr euch nachher keine Sorgen machen, dass ihr die Anlage nicht fahren dürft oder sonst was, weil viele auch mal fragen, ist die FSW denn überhaupt zugelassen, blablabla. Bla bla. Also bekommt alle Papiere mit und die ist nachher auch komplett zugelassen. Da kann euch niemand was anhaben. Wie vorhin schon erwähnt, natürlich der gute Klang hier, ausgenommen davon, dass man die Abgasanlage, wenn man die in dem originalen Zustand hat, also die Original GTI Abgasanlage vom Performance Facelift, dann ist die am Anfang relativ leise, dumpf, man muss sie erst einfahren, dann wird sie ein bisschen lauter, dann sind die meisten immer noch nicht zufrieden und dann gibt es immer die Frage, was kann ich machen, um meine Abgasanlage zu modifizieren. Es gibt eigentlich nur fünf Möglichkeiten an sich. Die erste wäre, man kauft sich eine teure Anlage, die eingetragen ist, die dann einen richtig geilen Sound hat. Die zweite ist, man kauft sich irgendeine Anlage und modifiziert diese, dass sie halt extrem laut ist. Die dritte ist, dass man die originale Anlage modifiziert. Da gibt es etliche Möglichkeiten, Mittelschalldämpfer, Endschalldämpfer, Downpipe. Die vierte wäre, dass man sich eine eingetragene, billigere Abgasanlage kauft und diese dann so modifiziert, dass es noch gerade so im Rahmen ist, dass man halt sagen kann, okay, wenn man angehalten wird, etc., dann könnte man noch durch die Kontrolle durchkommen oder es fällt nicht besonders auf, aber wenn man mal auf die Tube drückt, dann ist der Sound schon enorm geil. Und die fünfte Möglichkeit wäre einfach, dass man auf alles scheißt und sich einfach ein komplettes Rohr von vorne nach hinten durchlegt und den krankesten Sound hat, den man sich überhaupt nur vorstellen kann, ja. Aber da muss man auch mit den Konsequenzen dann rechnen. Zu guter Letzt von den Vorteilen habe ich noch geschrieben, optimal für Einsteiger, weil viele immer fragen, wie schon erwähnt, dass man doch eine bessere Abgasanlage gerne hätte. Und es ist einfach optimal für den Preis, man kriegt einen besseren Sound. Ist alles einfach, das Rundum-Paket passt einfach so, würde ich mal sagen. Und deswegen muss man nicht gleich etliche Euros ausgeben dafür. Man kann sie immer noch modifizieren, wenn es einem nicht passt. Und ja, die ganze Abgasanlage ist auf eine Downpipe, also auf die Serien-Downpipe ausgelegt. Wenn ihr eine größere Downpipe fahrt von 3 Zoll, dann wird es nur mit einem Adapter funktionieren, der dann halt
den Querschnitt vergrößert von dem Serienquerschnitt von der Downpipe und ja, aber an sich optimal für Einsteiger. Ich hatte davor ja die Bull-X, wie viele mitbekommen hatten, wo es auch auf Facebook sämtliche Kommentare gab, dann in dem, du hast doch erst ein Video gemacht zur Bull-X, was ist denn da los und was hast du für, oder was gibt es da für ein Problem oder ist so schon so in die Richtung ein bisschen, dass es peinlich wäre an sich, dass ich die Abgasanlagen so schnell wechsle, aber wenn es mir nicht gefällt, ganz ehrlich, wechsle ich es halt. Also wenn es mir nicht gefällt, dann verkaufe ich die eine und kaufe mir eine andere, ganz einfach. Wenn mir was nicht gefällt, dann mache ich das auch nicht. Und dann behalte ich das auch nicht. Das ist ja wohl ganz einfach. Die Bull-X war einfach viel zu dumm, viel zu tief. Die hat extrem gedröhnt, wonach man dann schon bei längeren Landfahrten auch Kopfweh hatte oder sich gedacht hat, boah, ich habe jetzt keinen Bock mehr, Autos zu fahren. Es macht keinen Spaß. Und das ist nicht der Sinn der Sache bei einem GTI. Das muss Spaß machen. Das muss richtig. Du musst im Auto hocken und denken, wenn du Gas gibst, hohe Drehmomente fährst, dass es dann einfach. Dieses Gefühl im Körper, das kennt ihr bestimmt auch, das muss einfach da sein. Das war bei der Bull X überhaupt nicht da und deswegen mein Kater, ohne Witz. Kommen wir nun zu den Nachteilen. Im Endeffekt, da habe ich nicht so viele, nur die Endrohre sind ein Punkt, den ich auf jeden Fall aufführen wollte, weil die Endrohre sehen sehr schäbig aus. Die werde ich, wenn ich die Möglichkeit irgendwann mal noch habe, auf jeden Fall noch ändern. Momentan lasse ich einfach die, wo mitgeliefert worden sind, noch dran. Die Endrohre sind normalerweise geschraubt bei der FSW-Anlage, soweit ich weiß. Der Kollege von JF hat mir, glaubt, wenn ich mich noch richtig daran erinnern kann, gesagt, dass er sie aber mit einem Punkt festgeschweißt hat, dass sie eben gescheit halten. Normalerweise sind sie aber geschraubt und man kann sie, soweit ich auch weiß, einfach wechseln. Und das habe ich dann mal irgendwann noch vor. Nur momentan habe ich jetzt kein Bedürfnis, die unbedingt zu wechseln, weil Winter mit Salz und etc. macht eh alles ein bisschen schmutzig. Deswegen, und wenn sich auch viele fragen, warum fährst du denn überhaupt im Winter? Weil ich mir es tatsächlich einfach nicht leisten kann, ein zweites Auto hier irgendwo mitten in der Stadt zu parken, die Garage dafür zu mieten. Und das geht einfach momentan leider nicht. Mal gucken, was da in Zukunft noch auf mich zukommt. Aber ich sehe bisher keine Probleme. Ich bin jetzt schon 2 Winter damit gefahren und wie gesagt, ich sehe keine Probleme. Das Auto ist nach wie vor im Top-Zustand, bis auf zwei, drei kleine Macken oder Kratzer, die man aber nicht vermeiden kann und wo man wahrscheinlich selber noch nicht mal was dafür kann, weil damals ist auch ein Fahrradfahrer, wo ich mein Auto geparkt habe, einfach mit seinen scheiß Pedalen einfach an meinen Kotflügel rangekommen und da ist einfach 2 fette Kratzer drin. Was kann man da dafür machen, weißt du? Das ist unfassbar, sowas. Oder es gibt auch schon Fälle, die, wo ihr habt, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wo ihr einfach nichts dafür könnt, wo einfach Kratzer, Dellen oder sonst was in euer Auto kommen und durch Neider oder durch einfach einen Unfall und derjenige stellt sich nicht. Und was will man da machen? Und sofort beheben kann man es auch nicht, wenn man nicht gleich immer das Geld dafür hat und die nötigen Mittel. Dann ist es einfach leider so. Genau. Aber Nachteil auf jeden Fall die Endrohre hier. Und ansonsten Nachteile, muss ich echt sagen, hat diese Anlage an sich keine. Bei mir ist es momentan auch so, dass die Anlage etwas quietscht, weil ich eine 3 Zoll Downpipe fahre und ich glaube, der Adapter sitzt nicht ganz richtig. Also Downpipe auf Abgasanlage passt momentan noch nicht richtig. Das wollte ich noch ändern lassen bei dem Kollegen. Mal gucken, wann es jetzt in die Richtung geht, wann ich das machen lassen kann. Ansonsten muss ich zu VW fahren und das dann dort mal unter die Lupe nehmen lassen, was da, ob die vielleicht was machen können. Dass das Ganze halt wieder richtig passt und halt, ja. Aber da wird es sicher irgendeine Möglichkeit geben. Ansonsten bedanke ich mich heute fürs Zuschauen von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch mit den kleinen Einschnitten am Anfang. Wenn ihr Fragen habt zur Anlage, zu sonst irgendwas, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich verabschiede mich dann damit und es wird im nächsten Video weitergehen mit einem Video über App Connect. Also über das App Connect im Discover Pro oder Discover Media im GTI. Weil mich auch sehr viele gefragt haben, ob ich das mir nachcodieren lassen habe oder was das überhaupt ist, ob das mit iOS ist. Und ich habe so das Gefühl gehabt, dass da sich viele gar nicht auskennen, was überhaupt dieses App Connect kann und App Connect macht. Und da es ja letztens erst ein Update auch zu dem App Connect und Android Auto gab, erschien oder erscheint mir das für wichtig, dass ich das euch mal zeige. Bis dahin verabschiede ich mich.